Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Im heutigen Interview werden wir über die Entwicklung des Klassismus sprechen und inwieweit der Neoliberalismus darauf einen Einfluss hat. Wer sind wir? Marian und ich, mein Name ist Laura, sind vom autonomen Referat FAKE für antiklassistisches Empowerment an der Universität zu Köln. Die Gründung war am 1. Mai. Klassismus hat bisher kaum eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft und spielt eine viel zu geringe Rolle in politischen Debatten. Dies wollen wir ändern. Heute werden wir zusammen mit Wolfgang M. Schmidt über Klassismus und deren neoliberalen Einfluss sprechen. Wolfgang M. Schmidt ist bekannt durch seine kritische Filmanalyse, die erfolgreich auf YouTube erscheint, und er wirkt bei Jung und Naiv mit und er schreibt unter anderem für den Freitag und auch seit kurzem für die deutsche Ausgabe des Jacobin-Magazins. Und seit fast einem Jahr haben er und sein Kollege Ole Nymon einen Podcast Wohlstand für alle. Wir freuen uns, Wolfgang M. Schmidt heute begrüßen zu können. Hallo Wolfgang. Hallo, hallo Laura, hallo Marian, ist mir eine Freude, hier zu sein. Hallo Wolfgang. Dann steigen wir auch direkt mit den Fragen ein. Welche politische Handlungen in den letzten 20 Jahren haben nach deiner Ansicht nach den Klassismus gefördert? Wir haben bewusst die Zeitspanne 20 Jahre gewählt, weil die meisten Zuhörerinnen darauf einen Eindruck haben, was in diesen Zeitgeschehnissen passiert ist. Zu nennen ist ganz sicher für Deutschland die Agenda 2010. Deutschland ist ja ein bisschen spät dran gewesen. Die neoliberale Reform bzw. das neoliberale Projekt wurde ja in Großbritannien und in den USA bereits in den 80er Jahren realisiert. Nun möchte ich nicht die Kanzlerschaft von Helmut Kohl glorifizieren. Und wir sollten da auch jetzt nicht einen Goldrand um unsere Erinnerungen legen. Aber de facto ist es so, dass Helmut Kohl und seine Regierung sich scheute, große neoliberale Schritte zu gehen. Es gab das Lambsdorff-Papier, in dem war genau das vorgesehen, Anfang der 80er Jahre. Aber Kohl hat sich gescheut. Er wollte das nicht machen. Er hat dann auch sehr stark den Fokus auf Eigenverantwortung gelegt, Subsidiaritätsprinzip und all das wurde sehr hochgehalten, aber er hat diese neoliberalen Schritte, die das Lambsdorff-Papier angedeutet haben und die ziemlich radikal waren, nicht verwirklicht. Aber dieses Lambsdorff-Papier, das wurde quasi aus der Schublade dann genommen, als die rot-grüne Regierung 1998 an die Macht kam. Und das, was wir Agenda 2010 nennen, ist dann daraus erwachsen. Und das hat das extrem verstärkt. Ich will es an einem Beispiel festmachen, und zwar am Fernsehen. Ich bin sehr stark mit dem Fernsehen sozialisiert und habe das auch immer als ein sehr faszinierendes Medium wahrgenommen. Und da konnte man sehr gut als Kind schon die Veränderungen erkennen, wie das plötzlich dargestellt wurde, also die Arbeitslosen, die wenig verdienen, alleinerziehende Mütter und all das. Das war plötzlich ein ganz großes Thema in solchen Boulevardsendungen im Nachmittagsprogramm im Fernsehen. Man hat es aber auch gesehen dann in pseudo-investigativen Reportagen in der ARD und ZDF, dass gezeigt wurde, die eigentliche große Last, die Deutschland zu tragen hat, sind die, die wenig verdienen beziehungsweise die arbeitslos sind. Man hatte etwas Ähnliches in den 80er Jahren schon bei Thatcher gemacht. Damals hat man so getan, als sei eigentlich Großbritannien ein starkes Land, wären nicht da diese unverantwortlich agierenden, alleinerziehenden Mütter. Im Prinzip hat man ein solches klassistisches Stereotyp, so ein Narrativ übernommen und das konnte man dann wiederfinden. Das zieht sich bis heute durch, auch dann im Privat Fernsehen. Das heißt, man hat also auch auf dem medialen Weg dieser neoliberalen Hegemonie und diesem neoliberalen Klassismus den Weg bereitet. Es war, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, eine Stimmung tatsächlich, dass man sagte, die dort, die wenig arbeiten, die keine Arbeit haben, die entziehen uns den Wohlstand. Das sind die Kosten, die wir tragen müssen. Die stabilisieren wir alle. Und was man dadurch nicht mehr gemacht hat, man hat nicht auf die geblickt, die eigentlich das große Eigentum haben, die eigentlich diese Sozialschmarotzer im wahrsten Sinne des Wortes sind. Also schauen wir doch mal diese Geschichte, wie eben Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel degradiert wurden, medial, aber auch politisch.
die kann man heute doch wunderschön parallel sehen mit dem Cum-Ex-Skandal. Cum-Ex ist auch damals, also ein paar Jahre später, dann entstanden und dort wurden mal gerade so 100 Millionen Euro zufällig zu viel überwiesen. Also man kann diese Storys ja sehr gut jetzt nachvollziehen, das ist sehr gut aufbereitet. Und man sollte das wirklich mal so parallel sehen, wenn man dann sieht, auf einmal wird da drüber diskutiert, ob, wenn man Hartz IV 20 Euro anlegt, dann das verraucht und versoffen wird. Und zugleich werden Millionen, 100 Millionen Beträge überwiesen. Also das war eigentlich so ein Punkt. Und ich würde sogar so weit gehen, das hat so tiefgreifende Spuren hinterlassen, dass wir in diesem Narrativ immer noch enorm drin sind. Ja, also diese Beobachtung kann ich nur bestätigen. Also die hat man ja wirklich erlebt. Also gerade durch die Medien, gerade durch die ganzen Fernsehsendungen, die dann verstärkt waren. Und man hat einfach die Stimmung auch im privaten Gesprächen halt gemerkt, ne? Also es war wirklich dann die Teenie-Mütter oder wie sie dann genannt worden sind, ja. Die an allen schuld sind. Was nicht heißt, dass es auch da Probleme gibt. Also das wird auch jeder Sozialarbeiter oder so bestätigen. Also wir sollten auch nicht irgendwas anfangen zu glorifizieren. Nur das Problem war, man hat hier wirklich, und das war nicht ein Problem, es war die Strategie, sich Sündenböcke rausgesucht, um ein großes politisches Projekt zu rechtfertigen, das im Übrigen nicht nur, die haben es als erstes gespürt, nicht nur den Hartz-IV-Empfängern oder den Arbeitslosen besonders wehgetan hat dann, sondern heute können wir sagen, leiden wir alle sehr stark darunter. Blickt man nur darauf, dass wir keine vernünftige ökologische Infrastruktur aufgebaut haben, blickt man nur auf diese ganzen Rechtfertigungen der schwarzen Null. All das ist eigentlich damals entstanden. Man hat nur den Fokus auf das gelegt, was Empörung erzeugt. Also Gerhard Schröder, das sollten wir nicht vergessen, hat ja gesagt, zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotze. Und nach diesen Prinzipien, wie Glotze, Bild und Bams funktionieren, hat man auch diese Agenda 2010 lanciert. Und ich habe große Sorge, dass jetzt, nachdem Corona dann vielleicht eingedämmt ist und der wirtschaftliche Erfolg so langsam sich wieder einstellt, man im nächsten Jahr sagt, aber ihr erinnert euch noch, es hat viel, viel Geld gekostet damals. Jetzt müssen wir mal sehen, dass der Sozialstaat ein bisschen verkleinert wird. Friedrich Merz hat schon so etwas angedeutet und man hatte nicht den Eindruck, als würden Katrin Göring-Eckardt und Co. dem widersprechen wollen. Also das ist die große Gefahr jetzt, dass sich dieses Narrativ wiederholt, dass es ein Update erfährt und dass es nochmal eine neue Rechtfertigung durch Corona bekommt. Und dann sind eben wieder die nicht repräsentiert, um die es eigentlich gehen müsste. Denn das war auch eben eine Sache damals, man hat ja gar nicht die, die betroffen waren, zu Wort kommen lassen oder nur die, die man wollte. Also man hat dann ja solche Star-Arbeitslosen gehabt, die dann sagten, ich habe aber auch keinen Bock zu arbeiten und so, als sei das ein wirklicher Repräsentant der Arbeitslosen gewesen. Man hat eigentlich dort mit Andreas Reckwitz gesagt, sich so Singularitäten geschaffen, die medial unglaublich gut funktionieren. Und ich habe die große Angst, dass wir eine Wiederholung dessen in irgendeiner Weise erfahren. Denn wir haben auch diese ganzen Kandidaten von einst, die plötzlich wieder auftreten. Da ist ja nicht nur Katrin Göring-Eckardt, sondern eben dann auch Friedrich Merz. Also all diese Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Also wir könnten ein großes Revival erleben, auch deshalb, weil die Wähler ja sehr alt sind. Also die Jungen haben ja zwar momentan auf den Straßen so eine recht laute Stimme, aber gewichtig ist diese Stimme bei den Wahlen nicht so sehr wie die Stimme der Alten. Und die Alten, die werden halt auch sehr stark davon getriggert, was sie schon kennen. Das ist das Vertraute und das zeigt sich dann eben in einem Gesicht von Friedrich Merz. Oder ich fand es sehr schön, dass der Satireautor Dax Werner kürzlich getwittert hat, meine Rente stelle ich mir so vor, auch dann im Trikot im Biergarten zu sitzen und meinen Freunden das neueste iPhone zu zeigen und zu sagen, die Dinger werden immer geiler. Ja, aber genau diese Schicht, diese Generation,
Reaktion, die Dax Werner da schildert, ist leider tatsächlich die, die dann auch sagt, ach, ich mache mal mein Kreuz bei Friedrich Merz, der versteht ja etwas von der Wirtschaft. Und wir erleben jetzt bei Corona, deswegen habe ich von Repräsentanz gesprochen, wieder, dass wir nur ganz kurz einmal wirklich die repräsentiert sahen, die sonst marginalisiert sind im medialen Diskurs. Also zum Beispiel Pflegekräfte, Supermarktangestellte und so weiter. Und sofort war dann aber auch von Seiten selbst von linken Politikern zu hören, ja, das sind alles wichtige Debatten, aber wir müssen jetzt erstmal das Virus bekämpfen, das können wir später führen, diese Debatten. Nein, die musste man jetzt führen. Da haben so Leute wie Alexander Jordo so das durchaus begriffen, dass man jetzt das Momentum ergreifen muss. Und jetzt ist das Ganze schon wieder verpufft. Jetzt haben wir uns an eine Normalisierung gewöhnt und jetzt bekommen die weder Applaus noch Geld. Damals haben sie wenigstens noch ein bisschen Applaus bekommen. Also das ist eine ganz schlimme Geschichte, die jetzt da gerade läuft. Und da sitzt auch niemand an einem Verhandlungstisch, wenn es um Corona-Hilfen geht. Du hast eben kurz über Gerhard Schröder und die Glotze gesprochen. Also quasi die Rolle des Fernsehens auch bei der Durchsetzung der Agenda 2010. Was würdest du sagen, hat da auch die Filmbranche irgendeine Rolle gespielt oder ist das was, was sich mehr aufs Fernsehen erstreckt? Die Filmbranche, wenn wir mal in Deutschland bleiben, war ohnehin schon weitgehend entpolitisiert. Sie war ja sehr, sehr politisch, der Film, der deutsche Film in den 70er Jahren. Im Übrigen nicht nur das, was wir als neuen deutschen Film kennen, Fassbinder und Co., sondern auch der deutsche Genrefilm war ziemlich politisch und hat auch Klassenfragen verhandelt. Nicht immer ganz auf dem Stand der marxistischen Forschung vielleicht, aber nicht schlecht und vor allem auch populär im besten Sinne. Dann in den 90er Jahren ist eigentlich schon nach Fassbinders Tod, aber in den 90er Jahren ganz deutlich, das Kino in so einen Tiefschlaf versunken. Auch der neue deutsche Film hat sich nicht mehr groß hervorgetan. Es gab eigentlich mehr so eskapistische Ausflüchte. Denkt man nur an die Werke aus den 90ern von Wim Wenders, Bis ans Ende der Welt, 5 Stunden, ich suche mich selbst und habe mich am Ende doch nicht gefunden. Unerträgliches Zeug. Und dann gab es im populären Medium eigentlich mit, also im Kino gab es dann mit Lola Rent eine gewisse Erneuerung, das war aber formalistisch, das war nicht ein Kino, das jetzt inhaltlich das nochmal anders gesehen hat. Und die Berliner Schule, könnte man sagen, hat ein wenig auch diese prekär lebenden hin und wieder in den Mittelpunkt gerückt, hat sich aber auch dann sehr gerne in Altbauwohnungen eingerichtet, aber wirklich politisch, also dass sie, und das wäre ja nötig gewesen, analytisch das Ganze fasst und auch dann nicht nur beschreibt, sondern auch uns wirklich etwas an die Hand gibt, das uns mit Zorn erfüllt, wie das vielleicht auch ein Ken Loach in Großbritannien getan hat. Das haben wir in Deutschland nicht gehabt und ich sage auch, das haben wir bis heute nicht. Wir können jetzt vielleicht 5 Ausnahmen finden, wenn wir uns viel Mühe geben. Aber der deutsche Film ist in einem kläglichen Zustand und er ist auf empörende Weise unpolitisch und er hat sich überhaupt nicht für die Agenda 2010 interessiert. Warum auch? Die rot-grüne Regierung war doch dafür bekannt, dass sie Popmusik liebte, dass sie ständig auf irgendwelchen Filmbällen rumtanzte. Ich will diese ganzen Protagonisten gar nicht alle nennen, Wobereit. Und man kann da sehr gut sehen, dass das natürlich auch dazu geführt hat, dass der politische Film in Deutschland einfach auch überhaupt nicht mehr wo verankert war. Also ich würde sagen, man kann noch am ehesten vielleicht solche Konflikte noch im normalen, dusseligen Fernsehprogramm sehen, wirklich so als Serie oder so. Da war dann noch zumindest mal irgendwas zu hören davon, dass jemand seine Wohnung verliert oder kein Geld mehr hat oder arbeitslos geworden ist. Vielleicht in der Lindenstraße oder anderen Produktionen dieser Art. Aber der Film hat da, ich würde eher sagen, er war ein bisschen sogar in einer stützenden Funktion, weil er es nicht thematisiert hat. Und dann später kann man sagen, auch wieder verspätet, hat er sogar dieses Narrativ mit aufgegriffen. Also die Fuck You Goethe-Reihe von Bora Daktekin ist wirklich eine aus dem Geist
der Agenda 2010 entstandenen Filmreihe. Das ist exakt das, was man dort in diesen ganzen Positionspapieren und in den despektierlichen Äußerungen von Politikern lesen konnte. Das wird hier nochmal in Bild gefasst, ein bisschen schriller, ein bisschen lauter, ein bisschen cooler. Aber die Kernaussage ist exakt die der Agenda 2010. Du meintest gerade, wenn man sich Mühe gibt, würde man vielleicht 5 positive Beispiele finden können. Fällt dir denn jetzt auf Anhieb immerhin vielleicht ein Film ein, wo du sagen würdest, das war ein vorbildlich antiklassistischer Film? Ich muss jetzt gerade überlegen, welchen man da überhaupt nennen kann. Also mir fallen immer ältere ein und mir fallen welche, die nicht aus Deutschland sind, ein. Also ich würde sagen, dass man schon ein bisschen was bei Valeska Krisebach finden kann. Wir finden es dann bei Petzold ein wenig, also es gibt natürlich noch H&V Rocky, aber ehrlich gesagt bin ich überfragt. Also mir fehlt da jetzt der Referenzpunkt und es wird ihn geben, aber dass es mir jetzt nicht einfällt, zeigt vielleicht nicht nur, dass ich so ungebildet bin, sondern auch, dass diese Filme sich offenbar nicht ins Bewusstsein, wirklich im Bewusstsein festgesetzt haben. Wir haben ein Kino in Deutschland, das erstmal überhaupt nicht mehr in der Welt große Anerkennung genießt, bis auf wenige Ausnahmen. Und hier hat man eigentlich aus dem Kino so eine Vergnügungshochburg gemacht. Es gab selbstverständlich dann so bemühte Versuche. Also man hat zum Beispiel dann in München plötzlich gemerkt, ach ja, es gibt ja auch noch andere Leute, die nicht den ganzen Tag Champagner trinken. So jemand wie Doris Dörrie. Die hat ja dann einen Film über eine Friseurin gedreht und hat das so ein bisschen Hairspray-mäßig angereichert mit gewissen Verknüpfungen zur Berliner Schule. Ja, das sind so ein paar nette Versuche und es gab dann auch ein paar Filme wie Sommer vom Balkon. Also das wäre ein Film, der das thematisiert. Also Andreas Dresen ist ein Regisseur, den man jetzt, also den muss ich jetzt hier freisprechen von meinen ganzen Pauschalurteilen. Also dort kann man das schon finden. Jetzt fallen mir so einige ein. Aber sonst ist das wirklich sehr marginal und diese Versuche da von Doris Dörrie waren doch eher ja, pittoresk. Du hast erwähnt, international sieht das Ganze anders aus. Also der Film Parasite hat zum Beispiel die Klassenunterschiede thematisiert, wurde auch extrem mit positiven Kritiken überhäuft. Wie kannst du das erklären, dass der Film so populär wurde mit dieser Thematik? Der Film macht etwas, was man nur jedem empfehlen kann, der so etwas thematisieren will. Wenn Deutschland, und deswegen sind mir die Filme entfallen, die soziale Frage, nenne ich sie mal, aufgreifen will, dann wird das auf dem Plakat schon deutlich. Das wird im Trailer deutlich und das heißt dann auch noch so. Und das ist dann eben ein Sozialdrama. Das hat eine gewisse Tradition. Wir kennen das soziale Drama vom Theater und das soziale Drama hat ja auch dann in den 90er Jahren, auch durch die British Brutalists, einen gewissen Aufschwung erfahren. Aber das sind alles doch Dramen, die sich sehr im Klein-Klein abspielen. Da wird das, was da draußen, das große Ganze geschieht, eigentlich nur mal über Radio- oder Fernsehkanäle ein bisschen zu Gehör gebracht. Aber eine wirkliche Analyse leisten diese Stücke nicht. Und sie schrecken auch eher ab, sie schrecken auch mich ab. Also es gibt Schöneres, als sich das anzusehen. Und bei den Filmen ist das fast ähnlich. Parasite macht etwas anderes. Parasite sagt, ich erzähle hier auch einen Genrefilm. Ich erzähle hier einen unglaublich packenden Thriller. Ich habe Hitchcock-Elemente darin, aber ich nehme gewisse Genrekonventionen und nehme auch diese Erwartung des Publikums und konterkariere die nicht permanent, sondern zeige, dass man eben mit diesen etablierten Darstellungs- und Erzählungsformen auch etwas Politisches ausdrücken kann, wenn man es entsprechend verknüpft mit großen gesellschaftlichen Fragen. Und das tut dieser Film ja, dass er zunächst einmal von einem sozialen Aufstieg erzählt, dann aber auch wirklich ganz dezidiert vom Klassenkampf. Er thematisiert auf
wirklich ganz grandiose Weise das Thema Habitus, also im Sinne von Pierre Bourdieu, dass dann eben der aus der unteren, aus der armen Familie stammende junge Mann, der dann mit der Tochter der Reichen ein bisschen da verbändelt ist, sagt, ja, ihr bewegt euch alle so leicht und ihr euch fällt das alles so leicht, das Dasein. Werde ich das je können? Also das ist eben diese Frage, kann man überhaupt diesen Habitus sich gänzlich antrainieren oder ist da immer so etwas, was man zum Teil auch in der Soziologie Stallgeruch genannt hat? Und das alles bringt er zusammen und noch etwas kommt hinzu. Es gab immer wieder diese These, die großen Erzählungen sind zu Ende, da haben sich ja viele französische Theoretiker der Postmoderne mit hervorgetan. Und das haben natürlich auch unsere Theatermacher zum Beispiel vollkommen internalisiert, weil es auch so praktisch ist. Dann können wir sagen, ja, die großen Analysen, die sind nicht mehr möglich. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal darauf. Und dieser Film zeigt aber, sehr wohl kann man noch ganz große Analysen anstreben. Und man kann das Ganze auch so vereinfachen, dass es nicht blöde wird, sondern dass wirklich etwas herausgestellt da wird. Und das ist etwas, was aber doch eher selten gelingt. Und das passiert eher dann auch, glaube ich, wenn ein Kino, und das ist jetzt ein ganz böses Argument, aber ich bringe es dennoch, wenn ein Kino Geld verdienen muss, wenn dieses Kino nicht groß gestützt wird, sondern man versucht, etwas zu machen, aber man muss ein großes Publikum auch zugleich im Blick haben. Es gibt einen enormen ökonomischen Druck, einen viel größeren, als das bei vielen deutschen Filmmachern der Fall ist. Und deswegen müssen sie über gewisse Modi der Unterhaltung gehen und sind gezwungen, diese auch in irgendeiner Weise zu bedienen. Und das aber, dieses Korsett, dieses du musst unterhalten, das sorgt aber auch für eine gewisse Freiheit, dass man sagt, ja, was ist denn in diesem Korsett doch noch möglich? Und das haben ja auch diese Filme über die Finanzkrise gezeigt, wie Wolf of Wall Street oder Margin Call, diese ganzen großartigen Filme, The Big Short, die entstanden sind, die wirklich an diesem Unterhaltungsparadigma festhalten, zugleich aber sagen, ja, aber wir versuchen jetzt mal mit diesen Werkzeugen, mit diesen Settings, die wir eben haben und die auch Hollywood ausmachen, etwas zu drehen, das trotzdem absolut das große Ganze verhandelt. Und das kann auch eine Jim Carrey-Komödie, Dick and Jane zum Beispiel, ist eine Jim Carrey-Komödie, die jetzt nicht von Leuten handelt, die arbeitslos sind, aber die arbeitslos werden und die dann plötzlich den Kredit für ihr Häuschen nicht mehr zahlen müssen, die dann überlegen, ob sie nicht vielleicht sich mit Verbrechen irgendwie ein bisschen Geld verdienen können. Das Ganze ist sehr überspitzt und pointiert, aber es ist im Prinzip viel näher dran als die meisten schlecht gelaunten sozialen Dramen, die man mit Filmförderung realisiert, das aber nicht unbedingt tut, weil man sich erhofft, ein großes Publikum damit zu gewinnen. Wie kannst du dir jetzt genau vorstellen, warum der Film, also Parasite, trotzdem so Erfolg hat? Also eigentlich ist es ja eher nicht so, dass solche Filme Erfolg haben und der hatte wirklich enorm Erfolg. Er hat ja auch einen Oscar bekommen und wurde von allen sehr positiv aufgefasst. Er ist eine gewisse Ausnahme heute, aber früher, wenn man auf Hollywood blickt, das ist jetzt kein Hollywood-Film, aber wenn man auf Hollywood blickt, gab es durchaus sehr viele Filme, die Klassenfragen verhandelt haben, Gangsterfilme oder auch ein Film wie Faust im Nacken. Es gab diverse Sachen, die zu nennen sind jetzt und die waren extrem erfolgreich. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass es eigentlich viel mehr linkes Bewusstsein gibt im breiten Publikum, als das Publikum es sich selbst vielleicht bewusst machen würde, wenn man es drauf anspricht. Also da sind sicherlich ganz viele, die sagen, nee, ich bin ja nicht links. Und wenn man sie aber dann einfach damit mal konfrontieren würde, zum Beispiel mal parallel stellt, Cum-Ex und Hartz-IV-Regime,
dann würden sie sagen, okay, das ist aber doch nicht so ganz gerecht. Und wenn man ihnen andere Dinge aufzeigen würde, wie zum Beispiel, man es immer noch nicht geschafft hat, dass man den Derivatehandel vernünftig besteuert, wie die Eigentumsverhältnisse eigentlich sind, dass es nicht darum geht, ob jetzt jemand sein Reihenhäuschen der nächsten Generation vererbt, sondern dass wir zwei riesige Wohnungsgesellschaften in Deutschland haben, zwei Wohnungskonzerne, die immer mehr Land für sich einnehmen, wo wir nie mehr drankommen und die dann noch verbändelt sind mit BlackRock und so weiter. Wenn man das deutlich machen würde, dann würde man, glaube ich, sehr viel Publikum bekommen, das begeistert ist. Man darf das nur nicht halt gleich mit diesen Transparentwörtern, mit diesen Fahnenwörtern machen. Ich glaube, dann gibt es erstmal so einen Modus, dass man abgeschreckt ist. Aber ich glaube, dass man generell schon dieses Bewusstsein hat. Also es wissen nur viele Leute nicht oder beziehungsweise viele Leute wissen auch nicht, warum es ihnen nicht so gut geht, warum jetzt die Perspektive für junge Leute nicht so großartig aussieht. Wir haben ja gerade noch mal diese unselige Debatte Wehrpflicht einführen, was selbstverständlich auch dazu da ist, dass viele Zivildienst machen, damit man weiter Lohndruck ausüben kann, damit die Pfleger jetzt ja nicht auf dumme Gedanken kommen, dass sie noch weiter hoch können, wenn man jetzt erstmal wieder so eine kleine Armee von jungen Leuten hat, die in diesen Berufen schon mal unterstützend arbeiten, dann braucht man das nicht mehr so stark anheben. Und da ist aber auch jetzt einfach so dieser Gedanke dabei, ach ja, jeder soll ja ein bisschen Verantwortung für die Gesellschaft zeigen und so ist das Narrativ und dann ist das doch gut, wenn junge Leute sich engagieren. Ja, nichts dagegen. Nur sollen wir nicht erst einmal auch schauen, wo ist dann eigentlich jetzt das, was zu tun ist, was den jungen Leuten auch mal hilft, dass sie eine wirkliche Perspektive haben. Und das würde dann zum Beispiel darin liegen, dass man entsprechend mal Finanztransaktionssteuern einführt, die auch den Namen verdient haben, dass man beispielsweise das Vermögen vernünftig besteuert. All diese Sachen sind im Prinzip die Themen, die auf der Hand liegen und man müsste das einbetten, auch in fiktionale Narrationen, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Also man kann in gewisser Weise ja von diesen Agenda 2010 Reformen kann man ja lernen, also wie die das medial konzertiert durchgezogen haben. Und jetzt müsste das natürlich von der anderen Seite kommen. Das Problem ist nur, damals gab es eben einen Zusammenschluss von politischer Macht, Kapitalinteressen und Journalisten, die sich mit diesen Kapitalinteressen verwechselt haben. Weil das ist immer der Witz, finde ich ja. Also die meisten Journalisten, bis auf ganz wenige Edelfeder, verdienen einfach wahnsinnig schlecht. So, dass man sagen würde, tja, hättest du doch besser mal auf Grundschullehramt damals gemacht und wärst nicht in den Journalismus reingegangen. Aber da Journalisten permanent mit Politikern oder mächtigen Wirtschaftsleuten zu tun haben, zu Empfängen eingeladen werden oder sonst was, vergessen sie ihre eigene prekäre Situation und glauben, dass sie dazugehören. In Wahrheit sind sie wirklich nur so Fußvolk, das aufpasst, dass es denen da oben weiterhin gut geht. Es ist wirklich absolut lachhaft, wie Journalisten gegen ihre eigenen Interessen eigentlich permanent anschreiben. Und deswegen ist es sehr viel schwieriger, da so etwas durchzusetzen. Ich glaube aber, dass ein populistisches, im Sinne von populär, ein populistisches Moment doch jetzt gerade ergriffen werden könnte, dass man sagt, hier ist eine Chance auch für den Film oder auch überhaupt für gesellschaftspolitische Arbeit, um jetzt genau solche Themen stark zu machen, wie Parasite das gemacht hat. Also wir reden ja ganz viel von Storytelling immer und in gewisser Weise ist das auch nicht falsch. Also der Journalismus lebt davon, die Politik lebt davon, aber auch der Aktivismus lebt davon. Also Greta Thunberg ist auch in gewisser Weise sehr gutes Storytelling. Und hier kann man schon durchaus auch von der Fiktion lernen und sehen, wie es gemacht wird. Und da ist Parasite ein glänzendes Beispiel. Und nochmal auf diese Ausgangsfrage, warum sind so viele Zuschauer dann plötzlich begeistert von so einem Film? Das hätte man nicht gedacht. Weil er auch einfach gut ist. Also er rechtfertigt seine Position auch dadurch, dass er eine unglaublich gute filmische Qualität hat. Und das kann man auch, denke ich, übertragen. Es gibt ein großes Problem bei linkem Aktivismus, dass er oft so stümperhaft daherkommt, wenngleich er inhaltlich so gut ist. Und
da sollte man ein bisschen auch an der Form feilen, so wie das in Parasite geschehen ist. Das bringt die Inhalte ein bisschen besser auf den Weg. Ich habe gerade ein kleines Verbindungsproblem. Ah. Dann mache ich vielleicht kurz weiter. Du hattest ja gerade auch über nochmal die mediale Rolle beim neoliberalen Siegeszug erwähnt. Und der Kulturkritiker Mark Fischer attestierte westlichen Gesellschaften infolge des neoliberalen Siegeszuges den sogenannten kapitalistischen Realismus, der sich vor allem in einer empfundenen Unmöglichkeit alternativer Gesellschaftsformen äußert. Meine Frage an dich wäre, in welchem Film würdest du sagen, äußert sich diese Ideologie besonders stark? Bei Christopher Nolan. Ich schätze Christopher Nolan schon. Er macht tolle Filme, also unterhaltsame Filme, sehr gut gemachte Filme. Aber in der Batman-Trilogie von Christopher Nolan zeigt sich sehr gut, there is no alternative. Also die Alternative ist entweder Joker, ein vollkommen durchgeknallter Clown also, oder Bane, ein stalinistischer Diktator. Er spielt verschiedene Dinge durch, die aber immer wieder darauf hinauslaufen, es wird diktatorisch, es wird ganz schlimm kommunistisch werden, aber so, dass dann alle ins Lager müssen und so weiter. Und was er dann immer wieder stabilisiert, ist wirklich den Status quo, auch im Sinne von Establishment, Elite, Gotham City kann nur dann wieder eine Ordnung finden, wenn die Reichen sich vernünftig miteinander verstehen, zusammentun und diese Ordnung stabilisieren, es zur Not auch den Bürgern nicht verraten, was da eigentlich hinter den Kulissen gelaufen ist. Das ist wirklich ein Ausdruck exakt dieser Ideologie. Und das ist aber quasi so der Glanzpunkt dieses Ausdrucks, weil ich ja sagte, Christopher Nolan ist ein guter Filmemacher, während wir dann wirklich so in der Schwundstufe das in zig Hollywood-Filmen immer so finden können, dass irgendwas versucht wird und dann wird aber die Alternative immer schon so dargestellt, als sei sie eigentlich unmöglich. Oder man denkt die Alternative gar nicht, sondern macht das, was so nach diesem Prinzip des investigativen Journalismus funktioniert. Also nichts gegen investigativen Journalismus, aber diese Filme funktionieren dann so nach der Idee, wir müssen etwas aufdecken, dann entfernen wir den Übeltäter und dann ist auch wieder alles gut. Also das ist auch etwas, was wir in diesen Filmen finden können. Also es mangelt an Utopien im Film ganz deutlich. Ich musste mal einen Artikel über Utopien im Neuen Deutschland schreiben. Ich hatte Schwierigkeiten, welche zu finden. Auch wenn es so schwierig ist, vielleicht die Frage, was dein politischer Lieblingsfilm ist und warum. Wobei es muss ja auch kein Film über Utopien sein. Es kann ja auch einer bei Dystopien sein oder sonst eine andere Art Film. Einer meiner Lieblingsfilme ist da ganz gewiss Zardos. Zardos ist aus den 70er Jahren mit Sean Connery und das ist allerdings jetzt eine Dystopie, die aber sehr gut wieder in unsere heutige Zeit passt. Nämlich ist es so, dass es dort quasi zwei Welten gibt. Es ist einmal die Welt der Arbeiter, die produziert und die werden auch als primitiv, da regiert noch eine alte Männlichkeit. Die sind vulgär, die sind ordinär und all das. Und auf der anderen Seite gibt es die, die eigentlich so ein Abbild der liberalen Gesellschaft sind, die sitzen immer an großen runden Tischen, die diskutieren den ganzen Tag, die machen ein bisschen das Brot selbst, aber sie sind eigentlich vollkommen lethargisch, so ein bisschen wie Nietzsche es nannte, die letzten Menschen. Oder ausgemalt wird hier auch diese unendliche Langeweile, die nach 89 heraufbeschworen wurde, die jetzt Jahrhunderte weitergehen könnte, von Francis Fukuyama. Sie erinnern sich, der Essay, der endet ja damit, dass er sagt, es stehen uns langweilige Jahrhunderte bevor. Und genau diese Gesellschaft wird da gezeigt, die hält sich aber nur dadurch im Leben, dass die Arbeiter da unten, wo man sie nicht sehen kann, eben noch kräftig schuften und dass man sie aber verachtet. Und ein Arbeiter, verkörpert von Sean Connery, der dringt dann in diese liberale Wohlfühlblase ein und dann kommt es zu einer Art Revolution. Das ist ein Film, den ich wirklich sehr, sehr hellsichtig finde, auch nochmal so, weil wir jetzt permanent ja diese Systemtheoretiker beziehungsweise so die
die Nachhut der Systemtheoretiker in Fernsehsendungen erleben oder man dann doch nochmal den Habermas auspackt und sagt, wir müssen jetzt mal wieder kommunikativ handeln und so. Das ist so dieses Liberale, wir reden, 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 aber solange die da unten noch arbeiten, ist gut. Und wenn es noch outgesourced ist, umso besser, dann kriegen wir es nämlich gar nicht mit. Schade, dass Gütersloh noch in Deutschland ist, ja, sonst hätten wir da gar nicht die Diskussion gehabt. So ist ja die Denkweise dann ganz stark. Das ruft ja auch keine Proteste hervor. Ne? Also interessant. Es haben ein paar Mütter demonstriert, weil die Kinder nicht zur Schule gehen konnten, weil dieser lokale Lockdown eingerichtet wurde. Aber es bewegt sich da kein Protest durch die Städte. Es ist sehr interessant. Also man regt sich ein bisschen auf, manche geloben, Veganer zu werden, aber sonst passiert nichts. Also das ist ja interessant, dass wir da offenbar keine Empörung empfinden und eigentlich nur gestört sind von diesen Bildern und man möchte eigentlich sagen, mach die Bilder weg, aber nicht macht die Situation besser, sondern wir wollen die Bilder nicht mehr sehen. Und das wird in einem solchen Film wirklich wunderbar zum Ausdruck gebracht. Deswegen liebe ich den sehr. Also Zardos, den sollte man sich auch so alle ein, zwei Jahre mal ansehen, um immer mal wieder so abzugleichen, das mit der Wirklichkeit und auch sich selbst zu fragen, wo befindet man sich da eigentlich, wenn man in dem Film mitspielen würde? Wie sieht denn für dich eine postklassistische Welt für dich aus? Also, und was braucht es dafür, dass sich das ändert? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also, was sicherlich sein muss, ist, dass wir die Eigentumsverhältnisse verändern. Wir haben eine Entwicklung hin zu einer Ungleichheit, die so groß ist, dass sie also nur staatlich begrenzt beziehungsweise auch zum Teil abgeschafft werden kann. Wir haben nicht nur mit der Agenda 2010, sondern überhaupt mit der Finanzialisierung des Kapitalismus, dann nochmal beschleunigt durch die Finanzkrise 2008, die den Finanzmarktkapitalismus ja keineswegs gebremst hat, sondern danach einen neuen Boom beschert hat, wie wir jetzt auch gerade wieder einen Börsenboom beschert bekommen. Die Amazon-Aktie ist jetzt, wo wir miteinander sprechen, gerade bei einem Spitzenwert von über 2.500 Euro. Das hat es also vorher nicht gegeben. Die war vor Corona bei etwa 1.900. Also da ist nochmal unglaublich viel passiert und das kann man für viele Tech-Konzerne beobachten. Das kann man aber auch jetzt in der Luxusindustrie beobachten, wie das nach oben geht. Das muss auf jeden Fall in einem erheblichen Maße reglementiert werden und es darf nicht noch dadurch befeuert werden, dass wir jetzt sagen, wir machen die Altersvorsorge auch noch über die Märkte, wie das ja viele, viele vorschlagen. Im Übrigen hat ja Habeck einen ganz ähnlichen Vorschlag gemacht. Zugleich muss selbstverständlich das Lohnniveau steigen, die Löhne stagnieren seit Jahren und da hilft es nicht, wenn man sagt, jetzt gibt es mal 15 oder 20 Cent mehr Mindestlohn. Und dann muss es aber auch dazu übergehen, dass man über Vergesellschaftung nachdenkt, dass man eben anders wirtschaftet. Ich bin nicht so ein Anhänger, der sagt, ja, wir müssen jetzt mal alle gerade verzichten und so und dann pegeln wir uns ein. Das kommt immer von Leuten, die ohnehin dann ein schönes professorales Festgehalt oder so bekommen. Also mit dem Verzicht, ich bin da sehr, sehr skeptisch, zumal man auch sehen muss, dass eine Volkswirtschaft ja nicht nur für sich wirtschaftet, sondern wir haben gewisse Abhängigkeiten und man kann nicht einfach mal gerade so da auf die Bremse drücken und sagen, ja, so machen wir das jetzt. Man muss schon die großen globalen Entwicklungen im Auge haben. Und dann muss aber auch, und dann, das wäre jetzt über die ökonomische Sphäre hinaus, dann wirklich ein Umdenken stattfinden, dass man sieht, dass Klassismus eben eine ganz schlimme Diskriminierungsform ist, gerade weil die Ungleichheit mittlerweile so festgelegt ist von Geburt an. Wer reich ist, aus reichem Hause stammt, der kann kaum noch arm werden. Also es muss fast mit dem Teufel zugehen. Man muss ein Boris Becker sein, um das zu schaffen. Ja? Sonst reicht es, wenn man ein paar Eigentumswohnungen und ein paar Fondspakete hat. Es kann einem nichts mehr passieren. Und diese Kluft, die geht immer weiter auseinander. Und damit wird eben ganz klar, dass diese Diskriminierung nicht eine ist, wo man sagt, na ja, aber vielleicht war der oder diejenige ja wirklich ein bisschen faul, ja, dass das unterstellt wird, sondern man kann sagen, das ist also von Geburt an
diese Ungleichheit da in der Gesellschaft, die dann noch durch solche Diskriminierungsformen und durch diskriminierende Gesetze verstärkt wird. Deswegen muss hier wirklich das auch in höchstem Maße skandalisiert werden, wenn Klassismus stattfindet. Also man muss es wirklich genauso verächtlich machen, wie man das mit anderen Dingen auch geschafft hat, sie verächtlich zu machen. Also auch da würde ich sagen, könnte man zum Beispiel von der MeToo-Bewegung einiges lernen. Die haben das schon begriffen, wie das funktioniert. Und das kann man aber auch auf den Klassismus zumindest teilweise übertragen. Und das alles würde sicherlich dann eine Gesellschaft ermöglichen, in der eine Freiheit dann doch da ist, dass man eben sozusagen in den dort, wo man geboren ist, dass man festgehalten wird oder dass man quasi sich schlecht fühlen muss, wenn man nicht zu denen gehört, die viel verdienen. Aber am Ende muss es natürlich so sein, dass eben diese Ungleichheit wirklich bekämpft wird, dass wir wirklich eine Gesellschaft der ökonomisch Gleichen bekommen. Also es geht nicht nur um eine Frage von ein bisschen Anerkennung und so, das haben ja dann die Pflege auch ganz gut zum Ausdruck gebracht, für Applaus können wir uns nichts kaufen. Also das reicht nicht aus, aber man muss ganz klar sagen, das ist auf ökonomischem, auf politischem Wege zu lösen. Und das betrifft in erster Linie dann doch die Ökonomie. Solange wir eine Wirtschaftspolitik verfolgen, die wirklich denen dient, die reich sind, dass sie immer reicher werden und die am Ende immer so aussieht, diese Politik, dass die, die ohnehin wenig haben, dann nochmal immens belastet werden. Davon können gerade die Solo-Selbstständigen ein Liedchen singen während der Corona-Phase. Dann können wir noch so viel über Gleichheit und Nichtdiskriminierung und so weiter reden. Die Diskriminierung ist dann wirklich politisch gewollt und wird politisch durchgesetzt. Das heißt, der Kampf geht erst über das Politische, muss aber zugleich das Kulturelle mit im Blick behalten. Denn wir wissen ja auch von Gramsci, dass man eine politisch-ökonomische Hegemonie nicht ohne eine kulturelle Hegemonie hinbekommen kann. Deswegen ist diese Verächtlichmachung von Klassismus auf jeden Fall etwas, was eine ganz gute Strategie ist, um zumindest auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Wolfgang, wir danken dir sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich danke euch. Alles Gute.